meine Damen und Herren, Victor Jacobo. Willkommen im Kaufleutensaal. Merci vielmals. Heute Morgen hat der Nationalrat eine Investitionsspritze von 18 Millionen Franken für die serbelnde Tourismusbranche beschlossen. Und man fragt sich jetzt natürlich, was machen die jetzt mit dem Geld in dieser Tourismusbranche, oder? Und nach unseren ersten Informationen haben wir herausgefunden, dass vor allem jetzt Schilder hergestellt werden, wo drauf steht, heute Ruhetag, Frühstück nur bis 7.30 Uhr, ab 19 Uhr keine warme Küche mehr und so. Und das gibt dann rechtzeitig auf die Ferien die notwendigen Impulse. Und weil sie jetzt gerade so schön beim Tourismus gewesen sind, haben Nationalrätinnen und Nationalräte selber Lust auf Tourismus bekommen. Und heute sind sie ja gestartet zu ihren traditionellen Fraktionsreisen. Das machen sie ja jedes Jahr, wie Sie vielleicht wissen. Die Freisinnigen sind heute zum Beispiel aufs Jungfrau Joch. Das stimmt wirklich. Die SP ist in Kanton Watt abgereist. Dort werden sie wahrscheinlich ein bisschen verseicht jetzt und so. Die SVP ist in Kanton Solothurn gegangen und das ist für die SVP-Nationalräte aus dem Kanton Zürich ein bisschen schwierig gewesen, weil so weit ins Ausland sind sie noch nie gereist. Sie haben sich auch darauf vorbereitet. Die Lisbeth Fehr hat Englisch gelernt extra für das. Der Werner Vetterli hat sich gegen das Tropenfieber impfen lassen und so. Und bevor sie abgereist sind, hat ihnen der Ueli Maurer noch gesagt, wenn ihr die Solothurner Orangen essen wollt, waschen sie vorher, bevor ihr in die Schale beißt. Aber auch der Ständerat hat natürlich geschafft heute. Sie haben sich um die Schwerverkehrsabgabe gekümmert. Und zwar haben sie dafür gesorgt, dass sie die so tief behalten können, dass kein Lastwagen freiwillig auf diese Bahn wird umsteigen. Und ich kann das auch verstehen, weil es besteht eine grosse Verunsicherung, vor allem in der Lastwagenbranche gegenüber der SBB, nach all diesen Entgleisungen in den letzten Tagen von der SBB, oder? Weiss man natürlich, dass die SBB nicht nur vor einem Problem steht, der Schwerverkehr auf die Schiene zu bringen, sondern ihre eigenen Wege. Und das war ein bisschen weiterdenken und so. Und wir wollen uns ja heute Abend nicht nur um Politik kümmern. Natürlich nicht, weil es ist Sommer, die Leute gehen wieder raus. Gut, jetzt geht nicht ins Schiffen und so. Aber die Leute sind wieder kommunikativ und sie kümmern sich vor allem um die Liebe. Hey! Hi! Erzähl mal! Was? Das ist eine neue. Seit 3 Tagen. Yvonne heisst sie. Und? Bist du zufrieden? Ein Supermodell. Mit der musst du jetzt nur 3-4 Mal pro Tag kurz abgeben. Das reicht völlig. Ja, pass auf, die letzte, die ich hatte, die. Die Irmgard? Nein, das war die vorletzte. Die hat es dann im Übrigen gar nicht gebracht. Ich habe mir Rübi abgetreten. Nein, Debi. Ist das die, die hässig geworden ist, weil sie nicht alle Tage duschen konnte? Genau. Und die ist mir jetzt eben letzte Woche umgestanden. Aus Sense Finito. Warum denn? Du, die hat angefangen, Ansprüche zu stellen. So 3-mal im Tag essen, weißt du? Dann habe ich sie in den Kasten nie geschmissen, um sie mal ein bisschen für eine Woche ruhig zu stellen. Und das hat sie dann nicht überlebt. Gut, du musst natürlich schon ein bisschen grosszügig sein. Schenkst du mal so die Toilette, dann ist sie in ein paar Wochen zufrieden. Jetzt habe ich Lee Song, eine Vietnamesin. Ja, die sind sowieso genügsam erscheinen. Eben. Was ist denn? Was will sie? Die Zeit haben wir immer Geschlechtsverkehr. Ja, was? Du, das macht die wohl nie. Das ist eben ein super smart Chick da, die Lee Song. Neueste Version. Ja, so komm, mach mal. Was? Ja, was echt? Ja, sicher nicht jetzt, in der Öffentlichkeit. Ja, komm, jetzt du nicht so, mach. Ein bisschen zeugeln muss sie natürlich schon. Ich glaube, ich schenke ihr mal ein paar Blumen. Hey, das hat eben meine auch immer wollen, bevor es zur Sache gegangen ist. Wer trock? Nein, die letzte Freundin, die richtige, die ich hatte. Die Erika. Jetzt habe ich sie, glaube ich, so weit. Komm, gib ihr es. Leck mir am Arsch.
Komm, zeig mir's, komm. Ja, ja. Das muss ich erschienen, wo man so noch beibringen. Aber alles in allem bin ich zufrieden. Ich habe natürlich nicht die Lampe wie mit der Erika. Das finde ich auch. Sie sind vor allem weniger anstrengend als so ein richtiges Chick. Schau mal die da, du. Du, eine super heiße Puppe. Am letzten Wochenende hat es Abstimmungen gegeben und da ist ein einziger grosser, klarer Sieger daraus hervorgegangen, nämlich der Adolf Ogi mit seiner Waffenausfuhr. Wir haben das Ergebnis ein bisschen analysiert. Wir haben zu dem Zweck auch einen Experten da bei uns. Es ist ein Experte für Ogi-Fragen. Er heisst Herr Stolte-Benrath. Guten Abend, Herr Stolte. Guten Abend, Herr Zacherbo. Herr Stolte, Sie sind ja nicht nur Ogi-Experte, sondern Sie sind auch Ogi-Berater. Haben denn Sie auch einen gewissen Anteil an diesem Abstimmungssieg? Aber sicher. Man muss sehen, der Adolf Ogi ist ein Weizfeld. Ein Weizfeld, ja. Nein, ein Weizfeld. Ah, ein Weizfeld, ja. Ich habe ihm beigebracht, wie man klare und fürs Volk gut verständliche Zeichen setzt. Aha. Das können wir vielleicht da vorne an dieser grossen Leinwand kurz ein bisschen analysieren. Ja. Bitte. Ja, dann gehen wir gerade hier hoch am besten. Sie haben, glaube ich, ein Video mitgebracht, oder? Ich habe ein Video mitgebracht. Wir sehen hier einen kleinen Ausschnitt aus dieser Fernsehansprache vor der Abstimmung. Aha. Wichtig dabei ist, dass man dem Volk zuerst einmal klar und deutlich sagt, wo was ist. Sie sehen hier die Wandelhalle des Parlamentsgebäudes im Bundeshaus. Aha, dann ist ja alles klar. Dann ist das Parlamentsgebäude ist tatsächlich im Bundeshaus. Hören Sie, Herr Jacobo, diese Polemik ist abzulehnen. Abzulehnen. Ja, aber ich meine, dass Sie wollen mir jetzt also irgendwie einfach mit dem Ganzen sagen, dass bei dieser Initiative, wo es ja um den Kriegsmaterialausfuhr gegangen ist. Schon falsch, Herr Jacobo. Eine Kriegsmaterialausfuhr hätte mir nie durchgebracht. Aber eine Kriegsmaterialauffuhr. Wieso denn Auffuhr? Ja, hören Sie doch einmal genau hin. Aber jetzt konzentriere ich mich auf die Initiative für ein Verbot der Kriegsmaterialauffuhr. Und Durchfuhr. Die Durchfuhr. Ja, was gilt denn jetzt eigentlich? Auffuhr, Durchfuhr oder Auffuhr? Eines ist klar. Ja, überhaupt nichts ist klar. Doch, all das ist abzulehnen. Abzulehnen. Sie wollen mir in aller Ernst weismachen, dass nicht die Inhalte die Abstimmung gewonnen haben, sondern solche Gesten. Genau, Herr Jacobo, dem ist zuzustimmen. Zuzustimmen. Wichtig bei der Arbeit mit dem Adolf Ogi ist, dass er den Anweisungen von seinen Beratern ganz, ganz genau folgt. Und was passiert sonst? Also, es besteht also die Gefahr, dass wir ein Eigengoal mit all seinen Konsequenzen schießen würden. Ja, das ist offensichtlich so, ja, das ist klar. Also, Herr Stolte, vielen Dank, dass Sie uns einen guten Einblick in die komplexe Arbeit von einem Bundesrat geben können. Auf Wiedersehen. Was geht es, genau? Aber Herrgott Sterne, 5, Herr Bundesrat, das habe ich Ihnen doch erklärt. Ja, es ist ja nur das Video, Herr Stolte, beruhigen Sie sich was doch bitte. Ja, Sie müssen mir es glauben, Herr Jacobo, ja, ich habe ihm es gesagt. Ja, es geht nicht um die Durchfuhr der Wandelhalle. Ja, ich glaube es Ihnen ja, aber Sie haben ja die Abstimmung gewonnen und das mit diesen Handbewegungen hat er ja begriffen, oder? Abzulehnen. Ja, eben, du kannst es ja abzulehnen. 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 Ja, das ist
Die Waffenausfuhrinitiative, die haben wir hinter uns. Vor uns liegen noch andere Initiativen, unter anderem auch die für eine menschenwürdige Fortpflanzung. Das ist eine Initiative, die zwar noch nicht reif ist, um es vor das Volk zu geben. Sie wird tatsächlich in dieser Session auch noch vom Ständerat beraten. Wir haben uns den Originaltext von dieser Initiative Cola und haben uns dann vorgestellt, wie der Bund über diese Initiative informieren würde. Demnächst im Ständerat. Die Volksinitiative für menschenwürdige Fortpflanzung. Dies sind Menschen. Links Herr Schweizer, rechts Frau Schweizer. Deren Vermehrungsaktivitäten sollen nun durch die Eidgenössische Initiative für menschenwürdige Fortpflanzung verfassungsmäßig geregelt werden. Halt! Gemäß Artikel 24 DCS Absatz 2 muss dies nun auf menschenwürdige Weise geschehen. Diese Art und Weise ist eindeutig menschenwürdig. Jedoch, eine eigentliche Pflanzung findet nicht statt. Hier handelt es sich scheinbar um eine würdige menschliche Pflanzung in einem Fort. Halt! Artikel 24 DCS Abschnitt 2c schreibt vor, die Zeugung außerhalb des Körpers der Frau ist unzulässig. Der Mann muss also zwecks menschenwürdiger Fortpflanzung das Innere der Frau aufsuchen. Halt! Der Initiativtext besagt unter Abschnitt 2g, die Verwendung von Keimzellen Dritter zur künstlichen Zeugung ist unzulässig. Wir fassen zusammen. Der Umgang mit menschlichem Keim und Erbgut wird vorschriftsmäßig gehandhabt, indem die zeugungswillige Pflanze die Keimzellen außerhalb des verfassungsmäßigen Frauenkörpers, mit würdiger Zeugung Dritter innerhalb der Verordnung über das eidgenössische Spermienwesen und des... Ach was, Blödsinn. Hier geht's doch nur um eines. Ficken, Bumsen und Vögeln. Mein heutiger Gesprächsgast, über den gibt es einen Haufen Attribute. Er selber nennt sich Journalist, bekannt wurde ist er als Radiopirat. Heute wird er häufig Medienpionier genannt. Eins ist sicher, er ist das grosse Schreckgespenst von der SRG. Er ist Chef von Radio 24 und Tele Zürich. Also, wir heissen einen bei uns hier in der SRG-Enklave Kaufleute willkommen, wo, wie heisst natürlich, Roger Schawinski. Herr Roger, nimm Platz. Roger, immer mit Medien zu tun, aber in der letzten Zeit bist du eher mit Eishockey so ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen. Hast du irgendwann gefunden, jetzt muss ich wieder einmal ein bisschen das Volk mobilisieren? Nicht unbedingt. Ich habe einfach das Gefühl, man kann in Zürich nicht alles kaufen und ein Club ist etwas Heiliges. Das ist so eine Art Denkmal in einer Stadt. Und wenn da irgendwelche Leute kommen und irgendetwas Wichtiges wie einen Club wollen, einfach posten und benamsen, dann finde ich das nicht so toll. Und ja, dann habe ich das Gefühl, dann bin ich aufgerufen, etwas zu machen. Ja, aber das sind ja nicht irgendwelche Leute, es war ja konkret Walter Frey, oder? Ja. Ist das nicht ein bisschen der wahre Grund für dich? Also das ist ja ein Konkurrent, oder? Der steht, glaube ich, hinter deinem Konkurrenzradio, oder? Ja, das ist ein Problem für ihn, ich glaube schon. Weil dort hat er immer Zweiter gemacht, alle die Jahre, hat auch mal ein Fernsehen gehabt, das gibt es, glaube ich, nicht mehr, mag man sich noch düster erinnern. Aha. Nein, ich glaube, er kann gut Auto verkaufen, das kann er schaurig gut. Ja, ja. Und in diesem Bereich ist er also wirklich ein Champion, ja. In anderen Bereichen vielleicht weniger viel. Ja, aber der eigentliche Champion nach dem Fight war ja er, weil du hast ja böse hinten runter gemacht. Du, es sind noch nicht alle Tage Abend, oder? Ich muss dir also sagen, ich bin ein bisschen spät in das Ganze reingekommen. Das kann man es sagen. Es hat Leute gegeben, in dem ZSC, die ZSC-Leute, die da zuständig waren, sind eben die ZSC-Laien. Es waren eben Laien gewesen, leider. Ja, ja. Und keine Profis. Ja. Und jetzt muss man schauen, wie man da die Kuh vom Eis Du wärst der Profi gewesen. Was hättest du gemacht mit dem Club? Was hättest du anzubieten gehabt? Das ist ja schwer in den roten Zahlen. Ja, das ist ja doch hättest du dein ganze Riesenvermögen gegeben, um den wieder zu retten?
Um das geht es gar nicht. Der Club war immer schon in der roten Zahl. Das gehört. Das ist ein Teil vom Charme vom ZSC, dass er immer in der roten Zahl war. Tradition. Und immer am Strich. Du hast die beibehalten, die Tradition von der roten Zahl. Ja, ich meine, die meisten Clubs haben rote Zahlen. Das ist nicht das Problem. Aber du schreibst ja schwarze Zahlen, oder? Hast du in dem Fall den Charme von der roten Zahlen nicht? Nein, den habe ich nicht. Den hast du eindeutig nicht? Nein. Was hättest du angeboten? Du hättest ja, glaube ich, angeboten, unter anderem auch, dass du mit deinem Medienimperium, das du ja da in Zürich ein bisschen hast, den ZSC unterstützt hättest. Hättest du von deinen Journalisten dann verlangt, dass sie immer für den ZSC schreiben? Ja, nein, das machen sie ja sowieso, oder? Ich meine, der Wald Bischäibli, oder? Nein, das ist so gewesen. Als ich angefangen habe mit Radio 24, habe ich gesagt, jetzt machen wir ganz etwas Neues. Die von der SCG, die müssen immer so neutral sein, oder? Jetzt ist das Stichwort gefallen. Ich habe gedacht, wie lange geht es, bis es SRG sein? Genau. Und Roger, ich kann dir also sagen, knapp in 2 Minuten bist du vom Eishockey auf die SRG gekommen. Das ist wirklich super. Da musst du gar nicht mehr denken, das wird von dir beim Rückenmark ausgesteuert, oder? Eigentlich nicht mehr. Momentan ist das eigentlich eher ein bisschen dann ihr Problem, nicht mehr mein Problem. Aber ich habe dann gesagt, wir machen etwas anderes. Wir sind einseitig, wir sind von Anfang an. Und der Walter Scheibel war eigentlich der einseitigste Reporter von Anfang an gewesen, nämlich eben der für den ZSC war. Homeclub, das ist das Wichtigste. Und das haben wir durchgezogen in den letzten Jahren. Und darum sind wir eigentlich die, die den Club verteidigen müssen, fast automatisch. Und viele Leute haben mir geschrieben wegen dem. Ja, trotzdem hat jetzt ja der Walter frei Putz. Und ich verstehe eigentlich gar nicht, dass du ihn so angehst. Du bist ja Kunde von ihm. Du hast ja, glaube ich, letztes Jaguar Cabrio für 120'000 gekauft. Ja gut, wegen dem muss ich nicht unbedingt in die SVP eintreten. Nein, aber du unterstützt ihn. Nein, also ich meine, er ist Kunde von mir, oder? Er benutzt das beste Radio in Zürich und das einzige Fernsehen. Ist sicher, dass er nur das benutzt? Ja, für seine Werbung. Und das ist rein geschäftlich. Und das andere ist etwas anderes. Also du hättest eigentlich, ein Velosolex wählen, aus geschäftlichen Gründen hast du jetzt müssen, den Jaguar kaufen. Schau mal, ich weiss, wie du schon um den Wagen herumgestrichen bist und neidisch geschaut hast. Ich habe ihn noch nie gesehen. So eine Schüssel hast du ihn noch nie gesehen? Ja. Jedenfalls, Roger, bist du der einzige Buddhist, den ich kenne, der Jaguar fährt. Ehrlich. Du kennst den Richard Gere nicht? Ja, der fährt auch Jaguar. Irgendetwas ähnlich. Ja, gut, lassen wir das. Komm, wir gehen doch mal zu deinem Lieblingsthema, Roger. Ich weiss, du planst drauf, oder? Was ist das? Telesuisse hat doch mal ein Projekt geheißen von einer nationalen Fernsehkette, die du aufziehen wolltest. Ja. Ist das gestorben schon wieder, oder? Nein, ich habe jetzt eben mir einen neuen Namen überlegt. Wir nennen es Schweiz 1. Wie findest du das? Das gibt es schon besetzt. Was schon besetzt? Wer schon besetzt? Wir da? Du bist gerade drin. Du bist jetzt drin. Das Eis, oder? Ja, gut. Aber jetzt kommen wir zum Projekt zurück. Wird da etwas draus? Oder ist das heisse Luft? Das ist möglich. Also ich habe jetzt ein Jahr lang eigentlich das nicht gemacht. Da haben meine Kollegen vom Tagi gesagt, sie sollen das mal machen. Ich habe ein Regionalfernsehen gemacht für meine Gespende beim Tagi und Ringe. Ja. Ich habe gesagt, machen die mal die Arbeit. Jetzt haben sie ein Jahr lang gemacht. Es ist nichts kurz. Du beklagst dich immer ein bisschen, gell, dass die nichts machen. Nein, was müsstet ihr dann machen? Müsstet ihr immer ein bisschen schreiben, der Roger ist der Grösste. Ja. Der Roger macht das beste Radio. Er hat Musiker von, hat den Reggae hast du erfunden, gell? Ja, zusammen mit dem Jimmy Cliff zusammen und Bob Marley. Genau, die dürfen wir nicht vergessen. Ja, das ist wahr. Los mal, im Fernsehen, um jetzt mal einen kleinen Break zu machen, beim Fernsehen geht es immer darum, dass man die jungen Leute erreichen will. Das machst du auch mit dem Tele Zürich. Ist stolz darauf, dass man die jungen Leute erreicht und so. Der neueste Trend ist aber der, dass man sich wieder darum kümmert, was die Alten vom Fernsehen verlangen. Seniorinnen und Senioren, willkommen bei der Early Morning Show für die hellwachen Alten. Bettflucht! Und hier ist Jakob Liniger. Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist Punkt, Sydney, und darum heisst es bei uns jetzt wieder Bettflucht. Und damit Sie gerade mal ein bisschen in Stimmung kommen, zum Anfang gerade ein kleiner Scherz. Kennen Sie den Unterschied zwischen dem Aktivdienst und dem Bundesrat Gnädi? Doch, erst nach der Pointe. Ich habe das nicht so vergessen. Der Aktivdienst, der
Es fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es ist ein Kodenblatt. Und jetzt kommen wir zu meinen prominenten Talkgästen. Und zwar. Ich will aber zuerst doch noch das Early Morning Show Orchester vorstellen. Und zwar Lilian Fischbach und Band. One, two, three, four. Ich begrüße eine Seniorin, die uns aus ihrem aktiven Leben erzählt. Es ist die Frau Hedi Schöller. Nehmen Sie noch Platz. Sie sind ja früher mal in der Werbebranche gewesen. Was haben Sie dort so müssen machen? Da ist die Mutter von Peter wieder, vom Sportplausch wieder, von Wallisellen. Aha. Sie sind ja auch heute als Seniorin immer noch aktiv. Was machen Sie denn heute so? Da ist wieder die Mutter von Peter wieder, vom Sportplausch wieder, von Wallisellen. Ja, wieso? Die verzapft ja noch mal das Gleiche. Ich bin ja auch nicht gleich, oder? Das ist ja schon da. Jeder Show muss ja nicht. Meine Damen und Herren, Lilian Fischbach und Band! Es ist mir jetzt der grosse Ehre, den nächsten Gast anzukündigen. Es ist eine Frau, die in der Rentenbranche arbeitet. Bundesrätin Ruth Dreifuss. Nehmen Sie noch Platz, Frau Bundesrätin, oder darf ich Ihnen AHA-Frau sagen? Sicher dürfen Sie das, Herr Liniger. Und sicher ist auch die Finanzierung der AHV. Das wollte ich Sie gerade fragen. Die Frage ist doch wieder eine unnötige Panikmache, Herr Liniger. Mit einem einzigen Mehrwertsteuerprozent ist die AHV gesichert. Und bis ins Jahr 3000 haben wir ja noch weitere 99% zur Verfügung. Ich bin die Mutter von Peter wieder, vom Sportplausch wieder. Sehr richtig. Und wie die Alten immer älter werden, brauchen sie nach der dritten schon bald die vierte Zähne, was ja auch wieder mehr Mehrwertsteuereinnahmen gibt. Es ist glaub, besser, wenn ich die Frage stelle und Sie Musik machen. Ja, schon recht. Also, ich habe eine Frage. Es ist ja so, dass Sie von meinen Metzger den Küngel verkaufen. Ja, Pfähle, ne? Jetzt habe ich ja dort 6,5% von diesem Mehrwert drauf. Könnt ihr da 1% davon? Könnt ihr doch direkt von mir anfangen? Fragen Sie mich, das ist mit der Mutterschaftsversicherung. Das Langbottige nicht wahr. Ihre Mutterschaft, liebe Frau Fischbach, ist bis ins Jahr 2000 gesichert. Vielen Dank, Frau Bundesrätin. Das war Bettflucht. Wir sehen uns wieder morgen Morgen am 7. Und ich wünsche Ihnen für heute noch eine gesegnete Tagesruhe. Ich bin die Mutter vom Sportplatz Schwieger. Roger Schawinski, die SAG ist ja dein Lieblings- und Hauptfind. Was hast du denn in kurzen Worten an der SAG auszusetzen? Also, dass sie solche Programme macht, das war nämlich gar keine Karikatur. Das ist nämlich mehr oder weniger die Realität. Wenn man weiss, dass in der Sendung Zebra das Durchschnittsalter 54 ist, das ist eine Jugendsendung, habe ich das Gefühl, dass die Realität ist eigentlich bedenklich näher an der Karikatur. Ja, das ist gut. Wie viel ist es bei dir, der Durchschnitt? Ja, die meisten Leute sind zwischen 15 und 49. Das ist übrigens eine Studie, da bist du aber schwer drüber. Ich bin total, ich gehe völlig aus dem Raster. Versuchst du das ein bisschen zu kompensieren, indem du deine Haare schwarz färbst, gell? Du, ich meine, ich bin, weiss, ich muss so sagen,
blond ist mir einfach nicht mehr gestanden, oder? Aha. Und dann habe ich halt auf schwarz gefärbt. Aha. Ja, nein, du tust ja... Nein, es ist nicht gefärbt. Es ist nicht gefärbt. Ich weiss, es tut dir weh. Ja, ich weiss, es tut mir ein bisschen weh. Alle, aber alle, die ein bisschen Haarprobleme haben und so. Ja, weißt du, ich kann mir natürlich jederzeit die Perücken aufsetzen, aber lassen wir das. Ja. Also, du bist ja wirklich einer, der immer ein bisschen gegen das Monopol anrennt, oder? Bei der SRG, das tust du ja jetzt auch, ich glaube, im neuen Projekt, tust du ja das ein bisschen kritisieren, oder? Ich habe gedacht, du sagst vielleicht das. Ist dir das überhaupt kein Problem? Ist dir nur ein Problem, weil sie Sendungen machen für die Alten? Nein, nein, es ist ganz klar. Ich glaube, aber um das ernsthaft zu sagen, es ist wichtig für ein Land, dass die Leute in erster Linie inländische Sender schauen, nicht ausländische. In der Schweiz ist das umgekehrt. Wir sind also fernsehmässig total kolonisiert. Zwei Drittel Fernsehkonsum ist ausländisch. Das ist aber gut. Ein Argument für die SRG, weil nein, genau das macht sie. Die SRG hat eben jetzt ein zweites Programm. Sie haben es jetzt zum dritten Mal versucht, oder? Jedes Mal 100 Kisten, den Bach ab, den deutschen Bach ab. Und das geht nur, wenn man Konkurrenz macht. Da sieht man auch ausländische Länder und Situationen. Mhm. Wer wäre denn Konkurrenz? Eine Konkurrenz wäre, wenn man eine Situation würde herstellen, wo echte Konkurrenz eine Chance hat. Aber ihr habt ja 800 Millionen Konzessionsgelder à fond perdu, oder? Mhm. Wo ihr einfach damit machen könnt, was ihr wollt. Dann genau. Ist es schwierig. Genau, da tun wir zum Beispiel deine Haare färben damit und genau. So. Nein, das ist ja, das stimmt ja, oder? Das mit diesen Konzessionsgeldern. Nur dieses Projekt, Teleswiss, das Nationale, das will ja genau das Gleiche. Auch Konzessionsgelder und gleichzeitig auch Werbung machen. Genau. Also genau das, was du am Fernsehen vorwirfst, willst du eigentlich selber machen. Also, das stimmt doch etwas nicht. Mal, das stimmt. Weil man kann in Deutschland zum Beispiel könnte die Öffentlich-Rechtlichen nach dem 8. keine Werbung machen und die Privaten können das machen. Und dann gleicht sich das aus mit den Konzessionsgeldern. Ja. Die Schweiz. In der Schweiz hat SRG alles. Alle Werbevorschriften wie die privaten und alle Konzessionsgelder. Aber das muss man dir... ein bisschen korrigieren. Gut, ja, aber das müsste doch dir entgegenkommen als Kommerzler, oder? Du hast das solltest doch das gerne haben, wenn Werbung gemacht wird, nein, und Konkurrenz und alles. Nein, da man es denen nicht wegnehmen kann. Da man jetzt zum Beispiel die SRG nicht auf den Status bringen wie ARD und ZDF, muss es auf eine andere Art und Weise kompensiert werden. Und darum habe ich einen schüchternen Vorschlag gemacht, dass alle Privaten zusammen 30 Millionen hätten und die SRG allein 800 Millionen. Also nur um ein bisschen Grössenverhältnis zu zeigen. Ja, gut. Also du wetterst gegen das Monopol. Jetzt bist ich bin du immer gegen das Monopol. Gewesen. Eben genau. Immer. Das meine ich. Gut, sagst du das nochmal so deutlich. Aber in Zürich bist ja du selber Monopolist. Oder du bist der mit dem grössten und selbstverständlich besten Radio und mit dem grössten und selbstverständlich einzigen und auch besten Lokalfernsehen. Bist du ein Monopolist und unersättlich, wie Monopolisten halt einfach sind, wenn sie nochmal etwas mehr und du hast jetzt eine Konzession gestellt gehabt, um nochmal ein Opus Klassikradio zu machen, bist du dort ein bisschen hinten runtergesedert. Also gerade mit der Begründung von der entsprechenden Behörde, dass man eben nicht einem, der sowieso schon das Monopol hat, noch mehr weggeben. Also, das war eine lange Frage, oder? Ja. Gut, also. Es ist nicht eine Frage, es ist eine Situation Antwort. Die Situation in der Schweiz ist so, dass in allen Regionen eigentlich solche lokale Monopole sind. In Bern zum Beispiel hat die grösste Zeitung eins von zwei Radio und das einzige Fernsehen. Aber du willst, nicht als, nicht als Argument, da hat es auch Monopol, ja. Also darf ich auch ein Monopol nein. Haben? Ich wollte nur sagen, aber je kleiner der Raum ist. Du sagst, du wetterst gegen Monopol, ja. Hast aber selber eins. Nein, stimmt das oder stimmt das nicht? Wir haben also A. Eine Konkurrenz gehabt, dass die pleite gegangen ist, eben von dem Herrn, den du da vorher erwähnt hast. Kann ich ja nichts dafür, ich kann ihn nicht noch, zusätzlich unter die Arme greifen. Sag ihm doch noch den Namen. Ja, sag den Namen. Alte Frey und seine Spendli haben da, glaube ich, ja. 8 Millionen Kastenbach abgeschickt. Ihre Bach, ja, ab. Dort tut es weniger weh. Ja, gut. Jetzt aber, Roger, du hast ja dein Unternehmen, oder du wetterst immer ein bisschen gegen die anderen Verlage und sonst sagst du, die tun nichts und so. Aber sie finanzieren dir dein Tele Zürich. Du hast ein Drittel hat Ringier und ein Drittel hat den Tagi. Du bist verbandelt mit allen grossen Unternehmen und spielst den grossen Revolutionär und Rebell gegen das Monopol. Stimmt doch etwas nicht ganz. Ja gut, aber die Verlage haben ja im Fernsehen eigentlich bisher nichts geboten, oder? Es ist ja erstaunlich, dass nach all den Jahren, nachdem ich das Radio angefangen habe in der Schweiz, und ich dann lange Jahre gesagt habe, komm, Fernsehen, das mache ich nie. Ja. Niemand gemacht hat, hat niemand gemacht. Aber wieso schaffst du dann mit denen zusammen? Weil das Fernsehen ist im Gegensatz zum Radio relativ teuer. Und ich habe tatsächlich entgegen dem, was du gesagt hast, alleine nicht so viele Möglichkeiten gehabt, um das Fernsehen zu finanzieren. Und ich bin schaurig froh gewesen,
Ich war auch froh, dass die beiden Verlage gesagt haben, jawohl, wir lassen ihn machen. Er macht das offenbar gar nicht so schlecht bisher, oder? Mhm. Es sind alle ziemlich happy dabei. Und wahrscheinlich ist sogar die Lösung richtig, dass nicht alle miteinander reinreden. Mhm. Weil wenn einer sagt, wo es durchgeht, dann wird es vielleicht noch der ist, genau, der etwas versteht. Also das ist ja ein bisschen dein Prinzip. Das würde ja beim ZSC genau so laufen. Die anderen zahlen und du befiehlst. Genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Im ZSC hat es zwei Gruppen, GC und ZSC. Ja, aber du hättest doch mit dem Walti Vrenner können mithalten mit diesen Millionen. Du hast nur 15 und er hat 400 oder was? Also, los jetzt du bist doch ein armer, genau, Schlucker, Roger. Genau. Du bist. Du kommst immer noch mit deinen Poch-Theorien, dass der, der mehr Geld hat, hat mehr Macht, oder? Ja, wenn ich so gewesen wäre, hätte ich nie anfangen können. Hätte ich nie mit dem Radio, nie mit dem Fernsehen. In der heutigen Zeit braucht es eben noch etwas anderes. Nein, ich sage das nur drum, Roger. Ja, ich sage das ja nur drum, Roger, weil du auch auf diesem Gebiet einmal mehr wie das Maul ein bisschen zu voll genommen hast. Früher hast du gesagt, so materielle Richtung bedeutet mir nichts, da würde ich korrumpiert. Jetzt hast du aber eine grosse Riesenvilla, jetzt hast du eben deinen Jaguar und so. Klar, im Garten. Tut weh, gell? Nein, das ist nur ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Also, und ich sage dir dafür noch etwas anderes. Du hast ja noch einen grosse Buddha-Statue in deiner Villa. Das tut es dann wieder ein ausgleichen. Aber bist du jetzt korrumpiert oder nicht? Nein, ich gebe es dir jetzt ehrlich zu, ich bin spät pubertierend. Oder? Weil ich kann nie was hat das mit dem Buddha zu tun? Das musst du ja wegkommen davon. Der Buddha, das ist die andere Idee. Aber während andere immer mit dem Auto rumgetan haben und so, bin ich noch mit dem Velo gefahren, habe mich mit 27 in meinen ersten Dösch zugetan. Und jetzt im reifen Alter von 52 tun ich pubertieren und habe mir ein Wunschautöli. Und es wird zum nationalen Thema. Das finde ich doch toll. Ein Wunschautöli, schön. Also das ist so schön. Ja, das ist so schön, das stimmt. Vor allem, wenn man es hat, oder? Das tun wir jetzt ein bisschen. Das tun wir ein bisschen jetzt auf uns wirken lassen, Roger. Wir können jetzt nämlich zu einem Künstler, der bei uns auftritt, Florian Ast, ist schon mal bei uns gewesen. Er hat sich hier mit seiner Band Florenstein grossen Erfolg gehabt. So einen grossen Erfolg, dass er letztes Mal bei einem Auftritt so viele Zugaben hat müssen bringen, dass es dass die Zugaben ausgegangen sind und dann hat er müssen improvisieren. Und improvisiert hat er hier zusammen mit seiner Band den alten volkstümlichen Klassiker das Träumli. Jetzt ist ein Hit daraus geworden. Wir hören und sehen den Florian Ast mit Florenstein und dem Träumli. We'll be right back.
Gang hast, kein Problem, ich weck dich auf. Du kannst machen, was du willst, jeder Mist und niemand kommt drauf. Aber Vorsicht, es ist nicht der cool Mann, der redet, es ist das Telefon, das geht. Wo bist du gestern gsi? Was hast du so lange gemacht? Stunk im Haus und niemand, der lacht. Siehst ja nur ein riesiges Träumchen. Das Wetter findet meistens am Himmel statt und genau dies war auch heute wieder der Fall. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie wir hier auf diesem Gemälde von Ferdinand Hodler sehen, sind die Berge immer noch schneebedeckt und auch morgen erwartet uns ein strahlender Tag mit viel, viel Sonnenschein. Vereinzelte Niederschläge sind nur bei Stefan Angern zu erwarten. Intensive Sonneneincremung oberhalb des Nabelmeers führt jedoch zu deutlich höheren Cholesterinwerten im Genfersee. Und im Berner Mittelland übersteigt Bundesrat de la Mura erstmals die kritische Grenze von 200 Hektopascal. Zum Schluss für Allergiker noch eine Polenwarnung. Am 15. August fliegt der Papst nach Paris. Damit verabschiede ich mich. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Roger. Roger Schawinski, es geht ein Gerücht um, also du kannst mir jetzt gerade bestätigen, ob es ein Gerücht ist oder nicht. Du sägst im Austeilen schaurig hart, aber im Einstecken eine Pflume, stimmt das? Das ist eine ganz fiese Unterstellung, die da immer wieder kommt. Ja. Nein, das geht uns allen ein bisschen. Aber mit der Zeit bin ich einigermaßen ein bisschen cooler geworden. Also du darfst nicht mehr intervenieren, wenn eine Zeitung einen kritischen Beitrag über dich macht? Nein, also habe ich in den letzten 5-6 Jahren, glaube ich, nicht gemacht. Aber hast du es gemacht vorher? Du, früher, ja, klar. Du ja auch. Nein. Sag mir wo, sag mir beweisen. Jetzt fängt es. Ja, du läutest an mich auch an, da irgendwie an die Teufelstrasse. Das ist jetzt voll erfunden. Du hast etwas verwechselt wahrscheinlich, gell? Du hast ja mal für dein Opus-Radio Werbung machen mit mir. Dort habe ich mich gewehrt, das stimmt. Ja, weil mit Kultur, du und Kultur ist irgendwie ein Gegensatz gewesen, ja, wo wahrscheinlich genau. Viele Leute... Aber offenbar nicht, hast du doch einen SRG-Typ gebraucht, um dein Opus-Radio ein bisschen umzubringen. Ja. Nein, ich meine, du bist jetzt einfach ein Star, oder? Ein Dank. Super-Typ, ein lässiger und so. Und... Wisst ihr, warum er das gesagt hat? Damit ich sage, Roger, ich finde dich wahnsinnig gut. Du bist der Größte. Und du bist der Größte. Und es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert, das stimmt. Okay. Nein, du bist ja ein bisschen, das stimmt, das ehrt dich ja, dass du auch sagst, du hättest das früher noch gemacht, du bist heute ein bisschen gelassener geworden und so. Von dir gehört eben auch, dass du Yoga machst, das mit dem Buddhismus, dass du dich dafür interessierst, das stimmt. Trotzdem, Gabriel, aber da wollen wir jetzt nicht mehr weiter darüber reden. Gut, das ist auch ein bisschen Platinolie. Ja, ist gut. Ja, das muss ich mal noch haben, Nein, aber du machst Reisen nach Nepal, Trekking, da findest du wieder ein bisschen mehr zu dir selber und so. Und letztens hast du gerade wieder so eine Reise gemacht und bist aber ein bisschen früher zurückgekommen. Und jetzt habe ich zwei Sachen gelesen, ganz verschiedene. Die einen haben gesagt, du hättest Heimweh gehabt, die anderen haben gesagt, du hättest Durchfall gehabt. Was ist es jetzt? Ist es der Dünnpfiff gewesen, oder was? Nein. Du hast mal bei der Sendung ein bisschen den Dünnpfiff und darum will ich das eben. Nein, also tatsächlich, Magenprobleme haben alle, die dort sind, die habe ich auch gehabt. Aber wegen dem ist man nicht zurückgekommen, da hat man auch gewisse Sachen dabei, um sich gegen das vorzubereiten und so. Aber ich hatte tatsächlich wahnsinnig Heimweh gehabt. Als ich dann ganz weit hin war, so Richtung Tibet und so, da habe ich also schnurstracks zu meiner Frau. Aber gleichzeitig ist ja die ganze Sache mit dem ZSC. Da bist du zufälligerweise gerade richtig gekommen, hä?
Nein, eben zu spät. Wenn ich früher, das ist genau passiert, als ich da war. Wenn ich früher wenn ich nicht weggegangen wäre, wer weiss, gäbe es die Lions wahrscheinlich nicht. Ja, wer hat denn die Reise organisiert? Der Walter Frey? Also, du bist ja früher auch noch ein bisschen anderen Business gesehen, oder? Du bist ja mal im Film-Business. Ja. Du hast Filmverleihfirma und Kino, glaub ich, gehabt. Ja. Wieso bist du denn dort ausgestiegen? Du, Film-Business ist in erster Linie Business und nicht Kreativität. Und da der Sylvester Stallone nicht auf meine Vorschläge gewartet hat für seine Filme, sondern nur geschaut hat, dass man sie spielt. Ja, der spielt bei der SRG, weißt du? Ja, habe ich zu wenig Spannung. Ich mache lieber selber Sachen, mache lieber Sendungen, nicht so wie du. Ja. Du machst nur 10 pro Jahr, oder? Das ist ein bisschen geruhsam. Ich mache etwa 150 und so. Ja, ja, klar. Also, du musst ja vor allem deine Einspielfilme sind hervorragend, was du bringst. Deine Texte, die du schreibst. Du hast schon mal gesagt, du schreibst Drehbücher. Ist da mal etwas daraus geworden? Nein, ich habe noch mal eins geschrieben, aber das ist nichts daraus geworden. Ja, wer war der Plot von diesem Drehbuch? Es war eine Medienstory. Ah ja, aber noch mit Liebe und allem. Ja, das ist logisch. So. Das muss das wer mit wem hat denn dort so? Du, es ist schon ziemlich lange her. Es hat mich fasziniert. Das ist aber eine Ausrede. Ich bin mal in Los Angeles und habe so einen Drehbuchkurs genommen. Ja. Ich wollte das eben ein bisschen seriös lernen. Und habe das Gefühl, jetzt weiss ich, wie es geht. Es ist ein sehr schwer, ein gutes Drehbuch. Genau. Und wenn du den Drehbuchkurs gemacht hast, dann weisst du, dass man einen Plot sollte wenige Sätze können erzählen. Mhm. Erzähl doch mal, um was ist die Geschichte gegangen? Es ist gegangen um Journalisten, die ihren Weg verlieren, auf dem Weg der Volksleiter rauf. Und da gibt es verschiedene Sachen, die dort passieren könnten. Das war autobiografisch, oder? Ich habe gefunden, man muss aus der Erfahrung schöpfen. Und ich kann jetzt nicht irgendwie Jurassic Park 3 machen, oder? Ja, das ist klar. Da können andere besser. Ja, das begreife ich. Nein, Roger, ich muss ein Kompliment muss dir wirklich zurückgeben. Es macht mir immer wieder Spass, mit dir zu streiten, das muss ich sagen. Weil wir sind wieder schon fast am Schluss, oder? Und es hat mich vor allem gefreut, dass du heute zu uns gekommen bist, Roger. Weil der Roger feiert heute seinen 52. Geburtstag. Und das ist uns natürlich. Das ist uns grosszügig, wenn wir bei der SRG sind, natürlich der Wert, dass wir auch ein bisschen Geschenke verteilen, Roger. Wir haben hier etwas, ist alles aus den 800 Millionen Konzessionsgeldern. So. Das ist schön. Dann haben wir noch ein kleines Käppchen bei dir. So. Und damit du alles dann kannst mit dir herumtragen kannst, haben wir noch einen Sack für dich. Und ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, Roger, wenn du in diesem Sommer so rumlaufst, kennt dich keine Sau. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Wir machen jetzt eine Sommerpause. Sie sehen uns wieder am 27. September. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, eine gute Nacht und wir hören nochmal den Florian Ast. Ciao zusammen, ade miteinander. Aus einem schönen Mädchenrock.
hat ja der Set noch gäng. Sein schwarzer Gemscheli-Bock. Gemscheli-Bock, schwarzer Gemscheli-Bock. Gemscheli-Bock, schwarzer Gemscheli-Bock. Aber Schuss verdammt. Im steilen Esslestock. Grüß dich Gott, du Alter. Toter Gemscheli-Bock. Gemscheli-Bock, toter Gemscheli-Bock. Geregnet auf den sieben Hengsten, nahe vom Agant. Der ist gestanden, der Sepp, mit seiner Büchse in der Hand. Und er gewartet auf den Gemscheli-Bock. Und er sieht, hat die Büchse vorgenommen, hat auf ihn gezielt und hat ihn abgeschossen. Aber das war sein letzter Gemscheli-Bock. Und der Sepp hat jetzt einen Gemscheli-Schock. Und jedes Mal, wenn er anfangen will, einschlafen, liegt